Ist das der Hammer, den du suchst? Das ist er. Famo! Aber wo hat Homi ihn gefunden? Der lag auf ein paar Kisten bei der Palisade. Nichts weit von Maliks Arbeitsplatz. Malik wohl blind geworden. Ich glaube auch. Aber weil Homi so freundlich, er bekommt großes Dona. Pleso, Homi. 5 Goldmünzen und ein Hühnerschenkel? Wahnsinn. Besser als nichts, oder? Jip, jip. Kann ich... Jip, jip. Komm mit. Gut. Atto, da gehst du alleine hin. Bin wieder da. Du brauchst dir um deine Kobolde keine Sorgen mehr zu machen. Kobolde tot? Da lebt nichts mehr. Ui, Bronto, Homi. Und Kobolde und... Du, ich glaube, mir wurde etwas geklaut. Was denn? Ach, vergiss es, Frauensachen. Wenn du glaubst, hey, gibt's Ärger. Backpfeifengesicht. Hey, Arschloch. Da fletscht aber einer die Milchzähne. Respekt. Was ist dein Problem? Mir passt deine Visage nicht. Also such dir einen anderen Platz. Der hier ist belegt. Der Mistkerl nimmt sich entschieden zu wichtig. Warum bist du hier? Wegen den kleinen Scheißern, die hier rumrennen. Das heißt? Na was wohl? Kies, Knete, Zaster. Sklaven sind sehr gefragt. Wenn du willst, verkaufe ich dir einen. 500 Goldstücke. Wird jeder von dir so herzlich begrüßt? Nein, die anderen... Nö. Dann hör gut zu. Kapiert?
Ja, ich hab kapiert, dass du ein Idiot bist. Okay, du willst also ein Tänzchen wagen. Verstehe. Zu schade um dein Gesicht. Aber mit der großen Fresse macht... Ich hoffe, du hast deine Grube schon ausgehoben. Das war dein letzter Fehler. Dich schnapp ich mir! Mehr! So, das war's. Kaka, pronto, Homie, vor! Du wie Vico! Ara nix, Kampa! Homie, helpo? Alles wird gut. Du bist frei. Was? Frei. Du kannst gehen, wohin du willst. Valla Kampa, okay? Ah, du wie Valla Kampa! Jip, jip! Na bitte, geht doch. Malik schickt mich. Was? Malik. Dein Matar oder was auch immer er für dich ist. Was? Das führt zu nichts. Dovi ist in Sicherheit. Bismillah. Aber wo er ist gewesen? Er hat sich von einem Typen namens Russell gefangen nehmen lassen. Böse Homies auf Insel? Hoi, ich dachte, Homies wären gut. Nicht alle, leider. Hauptsache Dovi zurück. Dann er kann mir helfen. Hier, du hast es dir verdient. Guter Homie. Anmerkungen zur aktuellen Lage? Ich verstehe gar nicht, warum die Inquisition diesen Stützpunkt nicht schon längst aufgegeben hat. Tja, sie sind eben genauso orientierungslos wie alle anderen. Sie tun dabei immer so, als seien sie die großen Heilsbringer. Komm mit. Ei. Rasier dich! Dieser Penner. Jetzt müssen wir doch den Osten bewachen. Wem sagst du das? Aber er hat mich in der Hand. Hoffe, das Biest, das in den Mangroven haust, kommt nicht rüber zu uns. Du bist ein Schisser, Holtby. Das Biest im Osten hat Besseres zu tun, als dich halbes Hemd zu verputzen. Psst.
Ich glaube, der Sack belauscht uns gerade. Mir brennt der Pelz. Ein Schattenwesen haust in den Mangroven? Hab doch gewusst, dass du uns belauscht hast. Dir erzähle ich bestimmt nichts. Frag doch Tenna. Scheiße. Ausgerechnet mit dir muss ich hier stehen. Was ist das für ein Schatten, den du im Gespräch mit Holtby erwähnt hast? Warum steckst du deine Nase ständig in fremde Angelegenheiten? Und überhaupt, vergiss mal die Schatten. Die machen mir keine Angst. Irgendwann kommt Verstärkung und wir schicken sie in das Loch zurück, aus dem sie gekrochen sind. Du bist und bleibst ein Großmaul. Du bist doch selber nur ein Aufschneider. Schön. Du hast mir was auf die Fresse gegeben. Ganz toll. Aber das war auch nicht schwer. Die Sonne hat mich träge gemacht. Ich wette, dass du der Kreatur aus den Mangroven nicht gewachsen bist. Solltest du es doch packen, gebe ich dir 250 Goldstücke. Abgemacht. 250 Goldstücke und das Biest aus den Mangroven stirbt. Ich gehe noch immer davon aus, dass es dich in Stücke reißt. Wär kein Verlust. Halt lieber das Gold bereit, wenn ich wiederkomme. Wo genau in den Mangroven soll ich nach diesem Schattenwesen suchen? Wie wäre es, wenn du deinen Arsch erstmal rüberschwingst? Wirst im Osten schon fündig werden. Die Pampe aus dem Lager schmeckt beschissen. Die Piraten waren mir als Gegner lieber. Ich habe gerade keine Zeit, um diese Höhle freizulegen. Vielleicht später. Das Piratennest noch stand, war dieser Ort eine beliebte Schmuggelroute. Die Zeiten sind wohl endgültig vorbei. Ja, und dass du mich daran erinnerst, macht es nicht einfacher. Da bist du ja endlich. Hab schon nicht mehr mit dir gerechnet, alter Sauhund. Ich kann auch wieder gehen. Na, wer wird denn gleich eingeschnappt sein? Ich bin Roscoe, der Mann, der dich reich machen wird. Unser Aufeinandertreffen ist ein Zeichen. Die Toten wollen es so, glaub mir. Die Toten sprechen mit dir? Ja, Mann, mein alter Herr, wenn du es genau wissen willst. Der war mal eine große Nummer bei den Piraten. Und jetzt labert er mich in meinen Träumen zu. Er hat mir auch gesagt, dass jemand kommt und mir helfen wird. Und dieser Typ ist... genau... du! Hast du keine Angst vor den Schatten?
Nein, ich verlasse mich ganz auf mein Glück. Außerdem kann ich mir bald eine Armee leisten. Möchte mal sehen, welches Biest sich dann an mich herantraut. Und im Moment bist du ja hier. Wer soll uns da noch gefährlich werden? Du willst mich reich machen? Wie stellst du dir das vor? Ich teile mit dir meinen Schatz. So einfach ist das. Alles, was du dafür tun musst, ist mir bei der Schatzsuche zu helfen. Ich sag dir, da sind sicher 5000 Goldstücke für dich drin. Wo ist der Haken? Kein Haken. Bin doch keiner dieser Trottel von der Inquisition. Deren Geschäfte stinken bis zum Himmel. Aber dieses hier ist lupenrein. Darauf hast du mein Wort. Auf Ehre und Gewissen. Also was ist jetzt? Bist du dabei oder nicht? Führ mich zu deinem Schatz. Endlich wird mein Traum Wirklichkeit. Ich sag dir, bald schwimmen wir. Wir können uns die schönsten... Ja, ja. Gut. Pass auf, dass uns keines die... Auf geht's. Also, was wirst du dir als erstes kaufen?